Never knew a moment could feel so right. Could slow down time like this. Everything I needed is in your eyes and in your mind. Maybe it's crazy to fall so soon. Give it all to you. They say, please promise me you'll stay, 'cause I'm not going anywhere. Hold me under the stars, 'cause what's mine could be yours if you want it. Baby, show. So, jetzt aber. Spieltag Nummer 8 steht auf dem Programm und da will ich natürlich euch alle herzlich begrüßen an diesem Sonntagabend. Ihr seht es, im Topspiel spielen heute Alemannia Aachen gegen den FC Hansa Rostock. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel werden, das kann ich jetzt schon mal vom Vornherein sagen, denn wenn wir gleich einmal oben, nach da oben schauen, auf die Tabelle, die kennt ihr, dann werden wir ganz schnell erkennen können, dass es richtig, richtig, richtig interessant ist, denn es hat sich nach dem 7. Spieltag einiges getan. Grüße gehen übrigens raus an alle im Chat. Das Mikro übersteuert mal wieder. Katastrophe, ich weiß nicht, warum das immer der Fall ist. Ahnung, danke dafür aber. So, jetzt sollte es besser sein. Christian, Grüße gehen raus. Natürlich auch an BB Broadcasting. Schön, dass ihr da seid. Ja, also, das ist die aktuelle Tabelle. Die Stuttgarter führen weiterhin. Da hat sich nichts getan. Werden aber von RWE stark verfolgt. Dann haben wir den VfL, die ja unglaublich stark in der Hyper League momentan unterwegs sind. Und dahinter dann schon Alemannia Aachen, die Heimmannschaft von heute. Und dann Greifswald auf der fünften Position. St. Pauli hat sich auch ein bisschen zurückgespielt, hat da gute Position mittlerweile, hat Punkte gesammelt ja, und kommt weiter nach oben. Rostock, die sind ganz stark gestartet, sind momentan aber nur auf dem 10. Platz nach dem 7. Spieltag zu finden. 8 Punkte haben sie geholt. Also da ist auf jeden Fall noch einiges an Luft nach oben, wenn wir uns das hier auf der Tabelle einmal anschauen. Aber, ja, das muss man sagen, die Teams, die wir hier neben mir sehen, die werden heute sicherlich richtig Gas geben. Die haben richtig Bock auf jeden Fall zu spielen. Und hinter mir seht ihr schon, da bereiten sich die ein oder anderen mittlerweile vor. Beziehungsweise hinter mir, da seht ihr, da bereitet sich gerade Aachen vor. Und während wir uns die Logos anschauen, würde ich sagen, wollen wir gar nicht so lange rumschwätzen und ich hier keinen Monolog führen, denn wir haben ganz schnell schon den ersten Interviewgast und den will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deshalb würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal, dass wir rübergehen in ein Interview und ich hoffe, er kann mich hören. Ich hoffe, ihr könnt ihn hören. Hi, Tobi. Hört er mich? Ah, ist wahrscheinlich jetzt, weil sie am Spielen sind. Ich weiß es nicht. Tobi, kannst du mich hören? Er möchte nicht. Also, wenn er nicht möchte, dann machen wir mal weiter. Denn, ja, eigentlich hat er gemeint, es passt für ihn um die Uhrzeit. Er ist auch schon bereit gewesen, aber dann schieben wir ihn nochmal raus. Und dann machen wir das Interview einfach
einen Tick später oder eben nach dem Spiel. Ja, wenn er nicht will, dann will er nicht. So einfach ist das. Man kann ja niemanden zwingen, wie es so schön heißt. Aber ja, dann werfen wir doch noch einmal ganz, ganz fix einen Blick auf die Tabelle, bevor wir gleich rübergehen ins Spiel, beziehungsweise in die Aufstellung fürs Spiel. Alemannia Aachen gegen Hansa Rostock. Ja, und da kann man nämlich auch mal sehen, wenn wir uns das anschauen, Aachen mit der Tordifferenz bei 7 und Hansa Rostock bei minus 2. Ja, nicht umsonst kommt da natürlich auch so ein bisschen die Differenz in der Tabelle zustande. Das gehört dazu, das ist eben so, und wenn wir uns zurückerinnern, da sah die Tabelle auch schon mal im Laufe der ganzen Aufeinandertreffen etwas anders aus. Ja, dieser 8. Spieltag wird auf jeden Fall nochmal ein bisschen Veränderung reinbringen, da dürfen wir eigentlich ganz sicher sein. Und das war jetzt ja natürlich nach jedem Spieltag so, dass sich da wirklich einiges geändert hatte an den jeweiligen Spieltagen. Die eine Mannschaft hat besser performt, dann war da natürlich eine Leistungskurve da. Jetzt sind da natürlich auch wieder welche, die etwas schlechter performen. Aber auch letztes Wochenende haben wir schön sehen können, dass es auch alles andere als einfach war. Bei diesem wirklich sehr, sehr intensiven Spiel. Eine Mannschaft ist besser, die andere vermeintlich schlechter. Am Ende steht es dann trotzdem anders als gedacht mit einem Sieg für das Auswärtsteam. Und so kann das natürlich heute auch laufen und deshalb müssen wir einfach weiterhin gespannt sein. Es ist die Hypro League, ihr Lieben. Die Hypro League, die ist wirklich einfach was Einzigartiges, würde ich jetzt mal behaupten. Wir wollen natürlich da noch ein bisschen weiter nach vorne kommen mit der Hypro League. Wir werden hier noch ein bisschen was erleben. Wir werden, das kann ich euch sagen, auch noch den ein oder anderen Cup haben. Wir werden noch den ein oder anderen Talk haben. Auch das wird noch folgen. Wann die Talks stattfinden, das kann ich euch Stand jetzt noch nicht sagen. Und ich sehe, hier im Studio ist gerade die Belichtung übertrieben hell. Ja, so fühle ich mich gerade auch, extrem angeleuchtet. Ja, sorry dafür. Kriegen wir demnächst dann auch wieder ein bisschen dunkler hin. Ja, so ist das eben. Discord kann Tobi nicht reden lassen. Ja, dann ist dem auch so. Ich würde sagen, das ist auch gar nicht schlimm. Dann soll er jetzt einfach in-game gehen, soll schauen. Wir sehen es hinter mir, dass sie sich jetzt vorbereiten. Und ich würde sagen, wir gehen auch mal rüber in die Startaufstellung und schauen uns an, wie Aachen sich hier dann präsentiert. Da sind wir einmal drüben. Und dann bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das hier laufen wird. Einfach ein wenig in die Sonne. Ja, ist so. Ja. Ah, die liebe Technik, ihr Lieben, die liebe Technik. Wenn man die Lampen einmal anders stellt, wenn man einmal alles umräumt und schon ist man einfach sehr beleuchtet. So funktioniert das. Genauso wie Tobi nicht sprechen darf, macht mich unser Studio einfach ein bisschen heller. Aber dem sei dann eben so. Wir sehen die Aufstellung. Tim im Tor bei der Heimmannschaft am heutigen Abend. Und ja, da dürfen wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt sein, wie sie spielen werden. Haben ja die letzten Spiele relativ knapp gespielt immer. 1-0 gegen, das war ein Deathwin, gegen Wilhelmshaven, gegen Edermünde 2-2, gegen den Greifswalder FC einen 2-0 kassiert, eine Niederlage. Ja, und hatten jetzt 2-3 freie Spieltage. Rostock, die hatten ein hartes Programm. Gegen die Brockstadt haben sie einen 1-1 rausgeholt gegen den Tabellenführer, gegen die Stuttgarter Kickers. Ebenfalls ein 1-1 gegen den VfL Bochum haben sie verloren am 30. Mai mit 2-4. Also auch da hat man hart zu kämpfen und muss jetzt natürlich schauen, dass man im Laufe der Zeit noch das ein oder andere Pünktchen dann sich ergattert. Also ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie die Mannschaft heute im Heimstadion am Tivoli spielen wird. Sie haben ja das Heimrecht und spielen zu Hause.
Ja, wir hatten schon die Abstimmung. Ja, muss mal gucken. Ja, wir müssen hier unbedingt mal die Dings aktivieren. Affiliate, dass wir auch eine Prediction machen können. Vielleicht haben wir es beim nächsten Mal. Müssen wir schauen. Dann kriegt ihr hier die Möglichkeit auch zu voten. Aber ihr könnt gerne mal mit eurer... macht einfach mal ein Hashtag rein und dann können wir mal gucken, welches Hashtag hier mehr geboten ist oder macht irgendwelche Farben. Hinter welchem Verein steht ihr? Aachen ist ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr stark hier vertreten. Was mit Rostock los ist? Ja, da kommt der erste Kleinschmicks. Einen wunderschönen guten Abend auch dir. So, jetzt nochmal die Feinanpassungen. Alemannia Aachen gewinnt 3-1. Das ist doch schon mal eine sehr genaue Prognose. Da bin ich sehr gespannt, ob ihr da recht haben wird. Nico, the normal one. Moin. Ah, jetzt kommen sie, die ganzen Rostock-Fans. Grüße euch. Und ihr seht, es wird eingeladen. Also, hin geht's, rein geht's in die Partie. In das Topspiel am 8. Spieltag der HPL, der High Pro League. Diesmal pünktlich um 20 Uhr. Bei mir ist es jetzt 31, das passt perfekt. Und beide Teams sind heiß, das haben wir gesehen. Die haben beide Bock. Die wollen auf jeden Fall Gas geben. Jetzt natürlich noch die Trikot-Auswahl. Und dann hoffen wir, dass es dann dort ohne große Probleme reingeht in die Partie. Und wir gleich schon Pro Clubs sehen können auf wunderbarem, hohem Niveau, wie es in der High Pro League doch immer wieder vorhanden ist. Die letzten Routinebewegungen. Und dann gehen wir rein, ihr Lieben, in die Partie. Halbzeit Nummer 1, Alemannia Aachen von links in den schwarzen Trikots gegen Hansa Rostock in den typisch weiß-blauen Farben. Und Kleinschmicks holt sich den Ball und das ist ein bitterer Fehlpass. Real Magic wird hier aber dann nochmal abgelaufen. Glück hier für Rostock. So einen Ball, den darfst du normalerweise natürlich nicht verlieren, das wissen wir. Benny ist stark angelaufen. Real Magic, toller Ball auf links außen. Sven sucht den Mitspieler, findet ihn aber nicht und damit nochmal das Umschalten. Kleinschmicks. Fico. Was? Ja, da drückt Rostock nach vorne. Stark hier im 16er. Die bleiben dran. Und jetzt ist da mal eine kleine Lücke da. Aber Tim zwischen den Pfosten hält hier den Ball sehr, sehr souverän. Erste Aktion in diesem Spiel von den Rostockern. By the way, hier schon mal wieder der Hinweis, wen wir gleich hosten sollen, das schreibt ihr bitte rein. Rain wir raiden sollen, rein in den Chat. Schauen wir dann auch gleich dann auch nochmal. Also gerne auch Raid und dann den entsprechenden Channel dahinter. Dann kann ich das gleich dann organisieren. So, wir gehen wieder aufs Spiel. Ein Benny. Rostock steht sehr, sehr offensiv. Muss aufpassen, dass sie nicht hier gleich in einen Konter hineinlaufen. Schon wieder so einen bitterer Pass, aber dann auch clever und glücklich geklärt. Starker Steckball und der ist drinne. 1-0. Schmixi macht den Treffer. Das war ein bisschen überraschend. Einmal der Raum da. Einmal nicht aufgepasst und steht hier. 1-0 für Rostock. Es ging schneller als gedacht. Starke Grätsche und sie machen genau weiter. Aachen ja besser platziert aktuell in der Tabelle, aber das macht hier nur auf dem Papier natürlich was aus. Die Hypro League ist verdammt dicht. Ist eine starke Liga, das wissen wir.
Der Ball auf rechts außen. Ah, da war die Idee sehr, sehr gut. Jetzt zumindest den Eckball. Bluff. Lange am Ball und lässt dann sich den Ball wieder abluchsen. Offensive Grätsche. Ja, das ist mutig. Aber mit den Heimfans im Rücken. Auf dem virtuellen Rasen. Da kann man das natürlich auch mal machen. Die Verletzung jetzt auch nicht so optimal. Wie wir da sehen. Jetzt 3 Tore und dann passt der Tipp. So ist es. Stark gehalten von Tim. Das 3-1 immer noch möglich. Und wir sind ja gerade mal in der 25. Spielminute. Also alles machbar. Jetzt hier lang ausgeführt. Ja, kommt der hohe Ball. Und dann wird der Ball hier irgendwie an den Pfosten geleitet mit den Körpern. Keiner kriegt den Fuß zum Abschluss, sondern irgendwie mit der Brust, mit dem Knie, was auch immer. Und dann ist es Aluminium am Ende, welches die Aachener hier rettet. Also Rostock immer wieder mit guten Offensivaktionen von Aachen. Haben wir noch keinen nennenswerten Torabschluss sehen dürfen in diesen ersten knapp 30 Spielminuten. Trotzdem können wir auch gut erkennen, immer wieder diese Fehlpässe von Rostock. Und der war wunderschön, der kleine Chip hier über die Abwehr. Und jetzt das Tor. Nein, es ist nur ein Eckball. Sucht er relativ schnell noch den Abschluss. Hier ist Platz, hier ist Raum und da ist der Ausgleich. Davis macht den Treffer zum Ausgleich. Toll gemacht nach dieser ersten nennenswerten, muss man sagen, Aktion. Nochmal zum Eckball geklärt und jetzt steht es hier. 1-1, ihr Lieben. 31. Spielminute. Partie wieder offen. Jetzt noch 2. Da wieder stark geklärt. Jetzt ist die Frage, wann und wo kommt der Treffer? Oder kommt keiner mehr? Das kann natürlich auch sein. Ist ja nicht ausgeschlossen. Mal angelaufen. Kein Treffer ist ausgeschlossen. Okay. Starker Ball, nochmal reingechippt, ja. War gut gedacht. Habt ihr das etwa gescriptet, Aachen? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn du sagst, da kommt definitiv nochmal ein Treffer? Das ist kein Schmicks. Ah, kein Schmicks. Gut aufgepasst. Los. Setzt sich hier nochmal durch. Gentleman, aber auf der Höhe. Passt auf. Und holt sich den Ball. Real Magic steht da clever. Und Sven wird hier auch wieder abgelaufen, abgekocht. Auf geht's, Rostock. Kämpfen und siegen. Schönen guten Abend hier, David. Davis. Oh, schön hier vorbei. Nochmal den Ball in die Mitte bringen. Rostock sehr gefährlich in dieser ersten Halbzeit. Der Treffer, muss man aber sagen, war auch durch eine leichte Unstimmigkeit, eine Unachtsamkeit in der Defensive der Aachener. Und die wurde eben eiskalt ausgenutzt. Perfekt. Und dadurch konnte man dann eben den ersten Treffer in der 16. Spielminute machen. Schönes Spiel weiter. So ist es. Sehen wir nochmal Aachen, was den Ballbesitz angeht, der natürlich hier komplett auseinandergenommen. Und das ist jetzt nicht schlimm, denn sie zeigen, dass sie einfach verdammt effektiv sind. Haben dann trotzdem noch 4 Schüsse aufs Tor gehabt. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung.
Mal die Statistik hier im Einzelnen. Dann sollten wir gleich reingehen in die zweite Halbzeit. So ist es. Einmal 6 Minuten zu gehen. Und dann bin ich gespannt, wie das Ergebnis aussieht. Eieiei, gefährlich. Was kommt hier? Also Aachen sagt ja schon, entweder man verliert oder man gewinnt, aber nun entschieden, das ist nicht den ihr Ding. Das Aachener Ding. Hier gut angelaufen. Nico, the normal one. Auf links außen. Aber Aachen passt auf. Aber auch Rostock. Also, gerade versuchen sie so ein bisschen sich zu sortieren, hat man das Gefühl. Starker Ball, der kommt an. Ah, fehlt ein bisschen die Körpergröße. Davis macht das gut. Nutzt hier die Körpergröße, köpft den Ball nochmal raus. Benchmix. Starker Ball und dann ist es gleich Mix zum zweiten. Nutzt hier den zweiten Ball. Erst stark gemacht, gut geklärt und dann ist es im Nachsetzen nochmal klein Mix. Glaubst du es denn? Stark gehalten den ersten, ja, definitiv. Aber generell eine sehr starke Aktion und dann eben den abtropfenden Ball nochmal genommen. Aber da kannst du natürlich als Schlussmann ab einem gewissen Moment nichts mehr machen. Da kannst du der Beste sein. Irgendwann ist so ein Ball dann auch nicht mehr zu verteidigen. Jetzt haben sie beide die Sicherheit. Bei Aachen fehlt aber eben noch der Treffer. Don Sky. Tana. AC Sven. Eieiei. Und Kleinschmix. Immer wieder Kleinschmix. Porter läuft. Los. Geht hier ins 1 gegen 1. Davis hat heute auch ein extrem starkes Spiel. Fällt immer wieder auf, was The Real Magic. Siebzigste Spielminute schon. Und Rostock kontrolliert, fokussiert. Und jetzt schauen wir. Kommt der Ball, der kommt an, kein Abseits! Uiuiui. Fast der dritte. Und dann vielleicht schon die kleine Vorentscheidung in diesem Moment. Weggefaustet. Chance lebt weiter. Nochmal in die Mitte. Kopfball. Und der ist vorbei. Sie drücken gerade auf den dritten Treffer.
Aachen steht weiterhin gut. Und sehen, wann sie dann noch mehr nach vorne werfen. Kleinschmicks legt auf und der Ball geht genau in die Füße. Jetzt das Umschalten. Ah, da haben sie jetzt mal ein bisschen Raum gehabt für einen kleinen Moment. Real Magic bleibt hängen. Dann Kleinschmicks vorne wie auch hinten. Sehr effektiv, sehr aktiv. Und das ist momentan der Key. Das ist der Schlüssel. Terry. Tana. Oh, lässt er die hier alle kalt aussehen. Jetzt versucht Sven das nochmal im 16er, schafft dann aber nicht durchzukommen, wird gedoppelt. Jetzt heißt es wieder umschalten, rückwärts denken. Und der Ball kommt auch noch durch. Los Quali, macht er hier den Deckel drauf. Nein, kommt nicht, wird geblockt oder wird, ja, nicht geblockt, sondern ein bisschen behindert in dem Moment. Und dann ist es nicht allzu schwer, den Ball zu klären. Adilette mit der Verletzung nach dem Abseits. Jetzt vielleicht nochmal The Real Magic. Schöner Chip. Gut gedacht. Ah, es reicht nicht. Und jetzt die Zeit runternehmen. Das werden sie sich jetzt denken. Bei Hansa Rostock. Nein, Schmicks. Los, setzt sich durch die Grätsche. Jetzt das Dribbling im 16er. Gentleman, schnell umschalten jetzt. Ja, es sind so kleine Momente, die nicht gelingen. Und damit sind diese tollen Offensivaktionen leider dahin. Schade, 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 schade. Also Aachen macht das gut. Auch wenn sie in der ersten Halbzeit eher nur passiv unterwegs waren, haben sie sehr, sehr gut gespielt. Zumindest was den Ballbesitz angeht. Was er anging. Jetzt sieht es ein bisschen ausgeglichen aus. Letzte Chance womöglich in dieser Partie, um noch den Ausgleich zu machen. Ja, jetzt nehmen sie die Zeit von der Uhr. Dann ist die Geschichte hier durch. Also, Rostock gewinnt mit 1:2 beziehungsweise 2:1 gegen Alemannia Aachen. Am Tivoli machen sie stark, haben sich hier wirklich gut durchsetzen können und haben das ganze Match echt sehr, sehr souverän gestaltet. Kriegen wir nochmal die Highlights, kriegen wir nochmal ein paar Infos. Ja, Ballbesitzquote haben wir kurz gesehen, also auch da unter 40%. Ganz, ganz bitter, aber stark gespielt von beiden Mannschaften. GG geht da auch raus an Aachen. GG kommt auch von Aachen und wir kriegen vielen, vielen, vielen Dank an Tobi. Auch wenn es mit dem Discord nicht klappt, dann hier wenigstens nochmal die Spielhighlights. So, und da richtig gut gelaufen. Dann sehen wir Don Sky, der die Bewegung nach vorne macht und damit für Kleinschmicks den Weg frei macht. Und dann dieser Eckball und dann ist da der Raum. Boah, richtig hoch der Fuß. Und dann ist der Ball hier auch drinne. Also sehr, sehr stark gemacht von Davis. Dann wieder Kleinschmicks. Zack. Beim Abstauben sehen wir hier. Erste gut gehalten und dann fehlt hier wirklich nur ein Ticken an Zeit. Er ist hier dann nochmal ausgleichen können, beziehungsweise den Ball halten können. Schade, schade, schade. Aber so ist das Ganze dann eben 1:2. So geht die Partie aus. Ja, und da das eben mit dem Interview nicht geklappt hat, möchte ich euch nochmal auf unsere Social Media Links verweisen im Channel. Da haben wir ja, beziehungsweise hier im Chat, da hat Christian ja schön schon geteilt. Instagram, Facebook, dann auch gerne auf die Webseite gehen und ich würde mich auch freuen, wenn ihr einmal GetQ beziehungsweise auch mein Social Media besucht. Wir machen es, würde ich sagen, jetzt aber gar nicht mehr so lange. Ja, Interviews wird es jetzt keine mehr geben, deshalb werden wir einfach reingehen in den Raid. Es war eine starke Partie von beiden Mannschaften. GG und ich freue mich auf den kommenden Sonntag, dann hoffentlich nicht überlichtet, sondern wieder normal belichtet. Und natürlich dann auch wieder mit einer packenden Partie. Wer das spielt, schaut am besten auf hypoleague.com.
komm vorbei, da kriegt ihr alle Infos, den aktuellen Tabellenstand etc. pp. Macht's gut, bis dahin, euer Manuel Wendel.